Lars Bob fragt Pietsmiet: Was befindet sich in eurem Kühlschrank? Mein Kühlschrank ist ziemlich leer. Ich muss dringendst einkaufen. Ich habe auch irgendwie nichts mehr zu trinken oder so ein Kram. Was haben wir denn da drin? Das Blöde ist, jetzt kann ich euch... Ich kann die Kamera während der Aufnahme nicht drehen. Das ist ja kack hier sehr. So. Ah, was haben wir denn da Schönes? Ja, Bresson und all so ein Kram. Wir haben noch Sojasprossen, Marmelade, Käse, OSC, Kartoffelmischnitte, Ketchup. Wir haben nur noch ein paar Tomaten und Knoblauch. Eierchens. Das hier ist übrigens, nee, das sind Medikamente. Wow. Also ist ziemlich leer. Muss mal wieder einkaufen. Mach ich sogar gleich. Eigentlich wollte ich doch um 6:30. Ne? Gleich geht's einkaufen. Ich sag meistens nicht viel. Ich bin so ein Day-to-Day-Einkaufer. Also ich gehe tatsächlich fast jeden Tag einkaufen. Und deswegen befindet sich dementsprechend nicht viel in meinem Kühlschrank. Gerade 2 Joghurts, ein paar Eier, Wurst, Käse, ein Energiegetränk und das ist es, glaube ich. Also quasi leer. Was habe ich in meinem Kühlschrank? Naja, da geht's mal los mit, ich habe Wasser, ich habe Milch, ich habe so Flüssigbutter, dann habe ich Wein, Tomatenmark und blablabla, Eier hier, all so den ganzen Kram. Was habe ich noch hier? Joghurt, nee, das ist körniger Frischkäse. Dann habe ich ja Aioli und habe ich hier noch Eistees hier unten noch drin. Ja, der gute naturtrübe Apfelsaft darf natürlich nicht fehlen. Ja, und ansonsten habe ich hier unten halt noch sowas wie Ketchup und hier ist Aufschnitt. Und ja, ansonsten hier oben ist alles Mögliche reingestopft. Ich habe noch eine Tiefkühltruhe in einem Abstellraum, aber hier ist halt alles drin, was man so mal eben da reinstopfen kann. Also, ich würde mal sagen, ein normaler Kühlschrank wie jeder andere auch. Also in meinem Kühlschrank ist heute nicht sehr viel. Einmal Zitronenlimonade und einmal Wasser. Das war's auch schon. Aber sonst ist in meinem Kühlschrank immer ganz viel Salami und Brot und natürlich Fleisch, ein bisschen Pudding, Milch, ab und zu auch mal Obst. Ab und zu. Also das, was in einem normalen Kühlschrank alles drin ist. Aber im Moment ist es halt nur Getränke. Gerade ist mein Kühlschrank vergleichsweise leer, irgendwie eine ewig alte Tomaten-Ketchup-Flasche, die schon längst abgelaufen ist, ein bisschen Aufschnitt, Alkohol, Rucola, ein bisschen Coke Zero, Soßen, wieder abgelaufene Ketchup-Flasche, weil benutze ich zu wenig, Käse, Tomaten, Milch, Fleisch, Zucchini, Kräuterbutterbrot, Spreit. Keine Ahnung, wie ewig die da schon rumliegt. Das ist für die Leute, die kein richtiges Bier vertragen und das irgendwie mischen müssen. Salat, Red Bull, Weizen, Bier und in den Türen. Ah ja, aber ein cleverer Typ. Leer. Senf, den Hardy noch hier hatte. Hier von dem Burger und so ein Shit, falls ihr euch an die Bestrafung erinnern könnt. Ach stimmt, damit habe ich mal Häppchen gemacht, Oliven. Meerrettich, Soßen und so ein Shit und Wein und Soßen und Milch und das war's schon. Viel ist es nicht. Ja, dann laufen wir mal auf in den Kühlschrank hier, ne? So, gucken wir mal, was hier drin gibt. So. Ja, Product Placements, all lecker Froop, Kiri, Milram, Rama, bla, bisschen Kräuterbutter hier für den Grill, schon mal ein paar Würstchen gekauft am Wochenende, viel Süßigkeiten, Schokolade, Munch, hier so Country-Kartoffeln, das finde ich ja mega geil, die kann man einfach auf den Grill legen, das ist so, das ist hiermit das Geilste, voll lecker, glaubt mir. Dann, ja, hier, boah, Fritz ist auch super lecker. Und hier nochmal, hier so, eigentlich größtenteils Soßen, Süßigkeiten und irgendein Bullshit, wenn ich mir das so mal angucke. Und im Tiefkühlfach haben wir Eis,
Frühlingsrollen, Pommes, eine Pizza, nochmal Würstchen und Eiswürfel. Yeah! Geil, oder?